Und immer noch auf der Suche nach einer Laserpistole. Seit 3 Folgen mache ich das jetzt schon. Na gut, ich habe schon was anderes gemacht, aber ich habe jetzt eine Motivation, das Ding zu finden, weil ich eigentlich mit der Frau im... Oh, Arcade hat was gefunden? Nee, doch nicht. Ist gerade so losgesprintet, das sah sehr vielversprechend aus, als hätte er was gefunden. Ja, da hinten ist noch ein großer Felsen. Ach komm, das hat keinen Sinn. Ich google das, wo diese dumme Laserpistole liegt, und dann ist das auch gut. Dann finde ich die auch und muss mich hier nicht den ganzen Tag abmühen, das ist Ewigkeiten, so ein Ding hier rumzusuchen. Eine Frage habe ich da eigentlich noch. Sind diese ganzen Fake-Bunker hier eigentlich Absicht gewesen, oder? Da oben steht ein Baum. Oh verdammt, jetzt komme ich hier, glaube ich, nicht wieder raus, oder? Nee, ich komme hier garantiert nicht mehr raus. Ist ja belastend. Es gibt hier verschiedene Bunker. Ich frage mich wirklich ernsthaft, ob die mal richtige Bunker waren, die es nur leider irgendwie zerrüttet hat, oder ob das irgendwelche Fake-Bunkerchen sind, die halt einfach irgendwie so übergeblieben sind im Laufe der Zeit. Ja, hier hätten wir noch einen Canyon und hier hätten wir auch einen großen Felsen. Und hier haben wir generell alle Merkmale, die so genannt wurden. Ja, aber ich glaube, hier war ich auch schon. Also ich war hier überall schon. Eine Leiche. Wie gesagt, die Leiche wäre echt das Interessanteste gewesen, aber die finde ich ja in 1000 Jahren hier nicht. Übrigens der Grund, warum wir die Laserpistole überhaupt suchen. Der Hinweis war, dass der Typ, der das Ding verloren hat, der Vollidiot, eine Leiche gesehen hat. Ja, ne? Oh, nee, doch nicht. Nur ein Grafikgletscher, Mann. Nein, ich will eigentlich rüber. Ja, jetzt hier. Aber leider gab es sonst keine Hinweise. Immer noch nicht. So Himmelsrichtung oder so Zeug wäre ja auch viel zu viel verlangt gewesen. Und hätte das... Was? Ist hier nur eine sichtbare Wand? Für Kugeln scheinbar nicht, aber für mich... Ach, na gut, dann lasse ich es sein. Achso, ich sollte ja Kontakt mit irgendwelchen lustigen Bruderschaftern aufnehmen. Fällt mir gerade wieder ein. Das könnte ich ja mal machen. Bei Forlorn Hope war einer. Da ahne ich ja schon, wo das genau war. Also eigentlich kann ich überall schnell hinreisen. Für Forlorn Hope sollte ich sowieso noch was machen. Da hatte ich doch... Warte mal, das hier ist doch eigentlich exakt ein Canyon. Da unten hat es auch Skorpione. Warte mal. Warum war ich hier noch nicht früher? Das sieht doch eigentlich gut aus hier. Oh, hier hat es auch einen sehr großen Skorpion. Ein Rattriesenskorpion. Ach hey. Also ich ahne ja fast, dass ich hier richtig bin. Wie konnte ich diesen Gang hier vorher übersehen? Der kleine Miniskorpion ist ja wohl schon tot. Oh nein, jetzt fand ich nicht die Gegend. Das ist mir Wumpe. Gott. Jo, jetzt muss ich hier... Also ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass ich hier richtig bin, weil... Was ist das? Eine Arcade? Killerspiel. 60 von 75 Gegnern getötet. Da sieht man wieder, wie pazifistisch hier unterwegs bin. Doch, das sieht hier recht, sehr richtig aus. Also hier passt sieht die Definition. Als ob die Pause vorbei ist. Uah, noch einer! Hört das aber nochmal auf? Also die Riesenskorpione sind echt verdammt groß. So. Oh, das ist noch so ein kleines Vieh. So, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Felsbrocken, auf dem man sich... Oh. Dass hier schon wieder Munition drauf geht. Ja, doch, das sieht hier gut aus. Das sieht richtig gut aus. Oh, da unten hat es auch richtig viele von den Ratskorpionen. Warte mal, ich muss ja... Nur zur Warnung. Meine Fähigkeiten im versteckten Anlegen von Tarnbandagen sind noch etwas eingerostet. Doch, das hier bin ich richtig. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier mit Platzpatronen schieße. Die Hälfte der Zeit. Oder das habe irgendwie billige Munition eingekauft. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum hier nichts umkippt. Nun gut. Oh, schauen wir doch mal. Hat es denn hier irgendwo Leichen, die man eventuell sich mal näher betrachten könnte? Was ist denn hier? Da ist die Pistole. Giftdrüsen, gutes Geld. Das kann man sicherlich in dir noch eintauschen. Vor allem, warum so ein Ding vielleicht 3 Giftdrüsen hat. Die wären ja wohl kaum hier unten in der Höhle gewesen sein, oder? Ah, das entspricht schon auf jeden Fall mehr der Definition eines Tals, wenn man sich das hier mal so anguckt. Ah, ist auch verdammt groß. Wo bin ich denn hier eigentlich? Also da vorne sind immer mehr größere Ratskorpione, aber
Bin ich denn hier auf der Weltkarte eigentlich? Ach, so halben Weg zu Helios One. Scorpion Gulch. Ach, das ist ja schön, dass ich hier im Scorpion Gulch bin. Auf geht's. Ja, hier machen wir das so. Obwohl, warte mal, nicht auf den Kopf, auf den Stachel. Den treffe ich sowieso. Oh Gott. Oh. Ich wurde übrigens noch nie von so einem Skorpion gehauen. Also ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen. Ich habe ja irgendwie die dunkle Angst, dass die richtig viel Schaden machen. Oder mich vergiften. Aber ich habe ja eigentlich... Aber ich habe ja eigentlich Gegengift dabei. Mir fällt übrigens so ein, dass große Skorpione eigentlich ungefährlicher sind als kleine. Weil kleine Skorpione würden einen irgendwie ziemlich gemein... Sieht aus, als ob die Pause vorbei ist. Oh nein, ich bin gelevelt. Ich will nicht leveln. Kleine Skorpione würden einen fies anlauern. Da wird man dann wahrscheinlich irgendwie hinterrücks vergiftet. Aber so ein großer Skorpion? Ich schätze, dass das deutlich schlechter hätte laufen können. Ja. Weil so große Skorpione, die kann man ja eigentlich mit relativer Einfachheit sehen. Ich meine, die schleichen sich nicht ran. Da muss man halt nur Angst haben, dass man von einem riesengroßen, gigantischen Stachel aufgepiekt wird. Aber man wird auf jeden Fall nicht vergiftet. Oh, ich bin ja gelevelt. Ach ja. Reparieren wollte ich leveln, fällt mir gerade wieder so ein. Und dann wollte ich noch irgendwelche Punkte und was anderes setzen. Energiewaffen? Ach ja, Energiewaffen wollte ich, glaube ich, auch steigern. Ja, doch, das passt. Ich glaube, genau das hatte ich vor. So, jetzt muss ich wieder eine dumme Fähigkeit wählen. Oh, Mann, ey. Mechaniker hat mir bereits nicht mehr, bist du in der Lage bauen? Also, du kannst jetzt jede Zappe Robokits auf jeder Bergbank erstellen. Cool. Wenn du das. Nee, das wollen wir garantiert nicht. Ja, das Roboter bauen, das wäre vielleicht ganz witzig. Du hast so viel, dass du einen permanenten Bonus auf deine Wissenschaft. 5% weniger. Was? Nee, das ist ja doof. Ach so, bei mir richten Energiewaffen weniger Schaden an. Finesse. Der Chance Finesse hört sich deine Chancen an. Ja, das ist ein bisschen mächtig, oder? Ich meine, um 5 Punkte Glück. Sprengstoffnäschen? Nö, schnell wieder Wind. Noch schneller rennen. Glücksritter, Flaschenplünderer. Ich glaube, ich mache nochmal schnell wieder Wind. So durstig. Ja, warte mal, ich mache hier mal intensives Training, mache ich noch weiter. Ich steigere Glück noch auf 10 hier. Zack. Aber mal gucken, aber was. Puh, nee, warte, ich könnte auch einfach Stärke steigern. Genau, ich glaube, Stärke zu steigern wäre eine super geile Idee, weil dann kann ich mehr tragen. Und gerade. Oh, eine Leiche. Toter Prospektor. Mensch. Was? Autoritäre Brille? Kreuz 3 Ultralax. Leather Backpack. Na gut, der kann eh nicht kaputt gehen. Reifenmontiere. Wasser schmutzig. Ach komm, nehmen wir es mal mit. Jetzt, wo ich so viel tragen kann. So, dann müsste ja hier irgendwo die gute Laserwaffe liegen. Ey, die haben es aber echt weit gebracht mit ihrer Expedition. Wenn ich dann denke, durch wie viel Skorpione ich mich gerade durchballern musste. Ey, da vorne ist quasi schon Helios One, ne? So. Dann müsst ihr hier irgendwie... Ach du, da links wahrscheinlich hoch. Die einzige Platte weit und breit, die hier überhaupt rumliegt. So, oh. Rate mal, wer gerade kann... Nein, ich weiß, wer meine Schaufel hat. Eder hatte das Ding dabei. Nein, die werde ich nie wiedersehen. Ich darf mir eine neue kaufen. Oder hat Arcade durch Zufall meine Schaufel, aber... Verdammt, gut, die Schaufel... Aber behandeln Sie mich bitte nicht wie Ihr Pack, Brahmin, ja? Verdammt, also die Schaufel hatte mit 100%iger Sicherheit Ede dabei. Ich weiß es einfach nur. Nein. Steht wissen dran, wer da begraben ist. Verdammt, da ich nicht mit meinen bloßen Händen graben kann. Da finde ich schon mal ein Grab und sowas. Ja, wo ist jetzt diese dumme Energiewaffe? Nein, ich wollte eigentlich springen. Das hätte ganz schnell, ganz schnell enden können. Dafür, dass ich nie speichere. Also, außer wenn ich tot bin, das dann bitterlich bereue. Müdigkeit, Hunger. Oh, es lohnt sich gerade nicht so richtig, um was zu essen, um mich zu heilen. Ach komm. Ach, warte, ich habe doch noch Sanse Zapparilla. Den könnte ich doch trinken. Und dann haue ich mir halt noch irgendwas, eine lustige Frucht rein, die gegen Durst gut ist. Nee, Wasser schmutzig garantiert nicht. Obwohl, eigentlich könnte ich mir auch. Ach, Coyote Kauderpack ist auch gegen Müdigkeit gut. Gut, gut, gut. Aber ich möchte eigentlich eine Opportunienfrucht. Ach komm, wie soll das tun? So. Jetzt habe ich natürlich den Blick des... den Adrenalinblick, damit sollte ich auf jeden Fall besser sehen. Möchte man meinen. So, meine, das ist eine Leiche und es gibt hier Skorpione. Es muss quasi hier sein. Hat eine Leiche gesehen. Ja, wo? Welchen Stein könnte er denn hier gestanden haben? Oder bin ich schon dran vorbeigelaufen, seine dumme Laserwaffe?
Ach, dass man hier nicht einfach irgendeine Laserpistole nehmen kann. Eine echte Schande. Oh. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Also Helios One ist ja gar nicht so weit weg. Also das ist das, was ich vor 4 Folgen oder so mal meinte mit der... Oh nee, ich glaube, es waren nur 3 Folgen. Mit der Entfernung. Dass die Entfernung... jetzt habe ich schon... Ich habe früher mit Absicht nur gesagt. Jetzt mache ich das doch von alleine. Ich habe mir das eigentlich mal schön abgewöhnt gehabt, immer so ein zu machen. Weil es ist ja eigentlich nur ein Lückenfüller. Ich meinte, dass die Entfernungen in der Welt viel höher sind normalerweise. Also von einem Ort zum anderen. Und dass das aber in so einem Computerspiel halt zu sehr viel Leerlauf führen würde. Und deswegen ist es halt so, dass hier alles so ein bisschen nah beieinander rückt, wenn man einfach nur straight durch die Gegend läuft. Also sind die Entfernungen wirklich einfach nicht so groß. Und wahrscheinlich auch, weil man die Erschöpfung nicht selber spürt. Ich meine, man kann hier hochlaufen zu diesem Grab. Die dumme Laserpistole wird hier wahrscheinlich nicht gerade eingebuddelt sein. Ich versuche hier nochmal rüber zu springen. Nein, ich kann nicht springen. Ich glaube, ich kann sowieso nicht springen, wenn ich laufe. Also die Sprungphysik von Fallout ist ja sowieso ein bisschen kaputt. Nein. Na, das reicht nicht. Aber andererseits wisst ihr auch nicht, wo ich sonst sein soll. Stand da vielleicht hier drauf? Immer diese Ereignisrekonstruktion. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich mich am Ende ärgern werde, wenn ich diese dumme Laserpistole dann doch mal irgendwann vielleicht gefunden habe. Nein, jetzt komme ich hier hoch. Ja, ich bin hochgekommen. Juhu. Und es hat mir einfach mal gar nichts gebracht. Das war mir ja nicht schon fast klar. Aber hier ist die Leiche. Wenn er die von hier aus gesehen hat, wo soll das sonst gewesen sein? Das kann nur hier sein. Oder gibt es hier etwa mehr als eine Leiche in diesem komischen Canyon? Ich meine, das ist ja jetzt... Warte mal, hier von hier aus kann man die Leiche sehen, von hier aus kann man auch gut oben stehen. Der Bunker liegt nur mal in diese Richtung da hinten irgendwo. Das heißt... Entweder liegt diese Laserpistole hier, oder wenn ich in diesem Weg jetzt hier irgendwie zurückrenne, dann müsste das Ding ja eigentlich auf meinem Weg rumliegen, irgendwo im Dreck. Ich meine, er hat von hier aus die Laserpistole gesehen. Quatsch. Die Leiche. Dann muss die dumme Laserpistole ja irgendwo... Was ist denn da? Ach, ein Riesenskorpion. Super. Dann muss die dumme Laserpistole ja irgendwo hier sein. Ach man, ich für dieses Dreckswaffending nicht Ewigkeiten lang gesucht und dann immer noch nicht gefunden. Immerhin habe ich schon eine heiße Spur. Das hier war bis jetzt die beste Wette, die ich machen konnte. Ja, wir mussten auf einen Stein steigen. Das war genau wie in den Zielübungen. Hm, super. Einfach nur klasse, Kids. Habt ihr 1A gemacht? Oh, gibt es ja noch mehr Leichen. Ich meine, es gibt hier doch relativ viele Skorpione. Da ist es nicht so unwahrscheinlich, dass es hier noch die eine oder andere Leiche gibt. Ach komm, ich lasse es jetzt mit den Stacheln. Dann habe ich den Experience Gain nicht endlich mal hochgestellt? Also in, runter, damit ich nicht so schnell level, damit ich die Gegner nicht noch stärker werden? Rebalance, Character. Genau, 66% habe ich nur noch. Ärger aus. Was? Ich sehe keinen Ärger. Auf geht's. Sind die aber schon wieder alle wieder respawned? Die waren noch von. Ich bin noch genau diesen Weg da gekommen. Mann. Ich habe schon wieder 6 Erfahrungspunkte für Skorpionen. Was? Oh, war alle? Sieht nach Ärger aus. Oh, 12 Erfahrungspunkte sogar. Oh, Mann. So level ich ja in einer Tour. Das ist ja unglaublich. Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Gib mir einfach irgendwelche Viecher um. Hä? Vor allem gucke ich jetzt komplett in die andere Richtung. Kinder, das könnt ihr nicht mehr machen. Hier ist einfach so eine Finishing Moves abspielen. Ja, es hat hier nur diese eine Leiche. Das ist diese Leiche des toten Prospektors. Mehr Felsen gibt es hier auch nicht. Die Laserwaffe hätte da sein müssen. Die hat schon jemand anders mitgenommen. Ich meine, wenn du hier draußen eine Waffe rumliegen lässt, was soll da... Was erwartet ihr da auch, dass die da Ewigkeiten liegen bleibt? Warte mal, ein Skelett? Oh, vielleicht hier? Ich meine, er hat nicht gesagt... Oh. Hat ja niemand gesagt, wie gut erhalten die Leiche war. Meine. Warte mal. Habe ich da vielleicht doch eine Quest und ich Idiot renne die ganze Zeit hier doof rum? In dunkler Geschichte, ein ungleiches Paar. Nee, bye bye Love. Nö, man lieber Ede. Ja, gut, nee. Dann wo eher nicht. Ich meine, da unten liegt eine. Naja, ein Skelett halt. Das fand ich.
Wie viel Ausdauer Arcade hat beim Schießen? Also, ich müsste ja nicht langsam, aber sicher mal out of ammo gehen. Das ist. Der kann ja nicht unendlich von dem Zeug haben. Ach, das ist was. Ach, so ein hässlicher Centaur. Die sind ja ekelhaft. Nee, davon haben die nichts gesagt. Die haben nur gesagt, dass sie gegen Ratskorpione gekämpft haben. Von irgendwelchen seltsamen Mutantenbiestern war nicht die Rede. Ach, wir sind jetzt ja auch schon wieder fast am Black Mountain. Das ist echt faszinierend, wo man mit diesem Canyon überall hinkommt. Unglaublich. Hat es da unten vielleicht gleich noch Supermutanten? Nee. Ach, da unten sind noch mehr von diesen Centaur-Viechern. Warte mal. Würde sich das für mich lohnen? Nee, einfach nur Leichen. Ach, das ist den, den ich mal zerlegt habe. Sind das eigentlich außerirdisch? Weil die sehen so aus, als wären die da voll eingekratert. Oder ist genau da eine Bombe runtergekommen? Eine kleinere. So eine kleine paar Kilotonnen Atombombe. Der eigentliche Einschlag von so einer Atombombe ist ja eigentlich gar nicht so unglaublich groß. Ja, nicht so, dass da kilometergroße Krater übrig bleiben. Da fällt mir den Spruch eines Archäologen ein. Nichts ist so dauerhaft wie ein Loch. Das bezieht sich darauf, dass wenn irgendwo mal jemals ein Gebäude war, dann wurde ja ein Loch gegraben. Man kriegt die Erde nie wieder so geplättet, wie sie vorher mal war. Das ist ein unglaubliches, das klingt aber so ein komisches Loch ist echt ziemlich... Na toll, genau in der Mitte. So ein komisches Loch ist wirklich verdammt dauerhaft. Was war denn das? Was habe ich da gelesen? Das war, glaube ich, die wollten... Haben die da auch welchen Pyramiden gesucht? Das war vor allen Dingen in der Wüste. Und da meinten die, das sieht man sofort, das ist hier so ein Loch. Und das war dann halt so beschrieben. Dann kam halt der legendäre Ausspruch, nichts ist so dauerhaft wie ein Loch. Und mir ist das Spiel abgestürzt. Oder? Da würde ich mal stark vermuten, es bewegt sich nicht. Na gut, dann gibt es heute nur 16 Minuten für euch. Ich habe jetzt keinen Bock, noch den Rest zu Ende zu machen. Habe ja auch lange genug rumgesucht. Kann man die Folge komplett überspringen, auch nicht schlecht. Na gut, tschüss.